Ah. Der Claudio Minder und der Karl Müller wollen mit ihren Schuhen von Rockville aus die Welt erobern. Wenn das also richtig läuft, dann gehen wir auch in Kuwait so richtig ab. Wir begleiten sie auf ihrer Reise über 3 Kontinente und erleben mit ihnen Höhen. Das ist schon eigentlich etwas, wo du stolz drauf sein kannst. Etwas, was du machst, das dich nachher hochtreibt. Der Laden ist sensationell. Aber auch Tiefs. Also drin ist gar nicht ausgebaut. Wir haben so viele Quartiere, gute Quartiere angeschaut und sind eigentlich ein bisschen enttäuscht. Wir könnten eigentlich jetzt umgehen. Nein, ziehen wir jetzt durch. Und ganz viele Überraschungen. Wir hatten einen knappen Flug und jetzt ist das Gepäck nicht gekommen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet hat. Also wenn man es heute nicht ganz verhaut, ist das der Anfang von einer grossen Geschichte. Anfangen tut die Geschichte ein paar Wochen vorher im idyllischen Thurgau. Am Hauptsitz in Rockville besprechen die beiden Geschäftsführer das neue Design von ihren Kib- und Joya-Schuhläden. Der Karl Müller und der Claudio Minder haben vor 15 Jahren zusammen die Marke Joya gegründet und aufgebaut. Kib- und Schuhe sind eine Entwicklung vom Vater von Karl, am Karl Müller Senior. Und seit letztem Jahr gehören die beiden Firmen zusammen und darum braucht es jetzt einen neuen Firmenauftritt. Im Moment sind wir auf Expansionskurs. Wir sind an vielen Neueröffnungen von Läden, von Konzepten. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch sehr viel mit neuen Produkten, mit Entwicklungen von Technologien und Materialien, die nachhaltig sind. Stillstehen die beiden Unternehmer sowieso nie. Die Neueröffnungen und der Ausbau des Teams führt sie jetzt auf eine Reise um die Welt. Auf der Reise, die gerade bevorsteht, möchten wir einerseits in die USA unser US-Team kennenlernen und besser kennenlernen und auf der anderen Seite auch ein neues Warenlager, das wir haben, das besuchen. Wir werden dort auch einen Laden anschauen. Wir werden voraussichtlich in LA bald einen Laden aufmachen, einen Kib & Joya Laden. Und dann geht es weiter auf Tokio zu Partner dort und weiter auf Kuwait. Dort haben wir eine offizielle Eröffnung in Bezug auf Kib & Joya Shop in der Shopping Mall. Also das gibt eine spannende Rundreise. Das passende Schuhwerk für die Reise kommt aus der eigenen Produktion in Senwald. Wir dürfen etwa 90% unserer Schuhe exportieren. Und ein Großteil geht sicher auf Deutschland, auf Amerika. Viele Schuhe gehen auf Japan, in Asien allgemein oder sonst im Mittleren Osten. Die ausländischen Partner haben einen ganz hohen Stellenwert für unsere Unternehmung. Wir exportieren sehr viel an externe Partner. Und sie legen auch sehr stark Wert auf Swissness, auf Swiss Made. Ein grosser Teil wird hier gerade in Senwald produziert. Und dementsprechend werden wir das nicht nur aufrechterhalten, sondern weiter ausbauen. Hier werden gerade Sandalen gemacht. Die Gründer suchen aber Wanderschuhe für die geplante Bergtour auf den höchsten Berg von Japan. Das wären dann unsere treuen Begleiter für den Mount Fuji. Und wie steht es um die restlichen Reisevorbereitungen? Wir sind oft last minute unterwegs und werfen dann in den letzten 15 Minuten das Zeug im Koffer. Also nein, bis jetzt sind wir noch gar nicht zu. Also ich bin noch gar nie jetzt. Ich habe auch noch gar nicht gepackt. Ah, aber die Schuhe habe ich. Genau. Ein paar Tage später in Zürich am Flughafen. Es sieht gut aus, die Koffer sind gepackt. Und? Letzte Kontrolle, jawohl, die Schuhe sind auch mit dabei. Es ist 6 Uhr morgens, es war eine kurze Nacht. Ich habe nicht viel geschlafen, recht nervös. Habe ich wirklich alles dabei? Es ist doch eine lange Reise und ist eine wichtige Reise. Wie hast du geschlafen? Sehr gut. Schön für dich. Ich glaube, alles ist eine Blackbox. Wir haben alles gut durchgeplant und wir sind offen für Flexibilität und Spontanität. Mit leichten Schritten gehen sie ihrem Abenteuer entgegen. Noch können Sie sich nicht vorstellen, wie fest die Flexibilität in den nächsten Tagen auf die Probe gestellt wird. Ladies and gentlemen, welcome to Dallas Fort Worth International Airport. Noch am gleichen Nachmittag in Texas. Zeit zum Hotel beziehen, aber ist da nicht einmal noch mehr Gepäck dabei gewesen? Das ist alles? Leider. Mehr brauchen wir nicht. Wir hatten in Frankfurt einen knappen Flug und jetzt ist das Gepäck nicht gekommen.
Und wir fliegen morgen weiter und bis morgen kommt der Koffer nicht nach. Also wir wissen noch nicht, wenn wir den Koffer sehen werden, das nächste Mal. Karl Müller und Claudio Minder sind in die USA gereist, um neue Teammitglieder und neue Vertriebspartner für ihre Schuhmarken Kibun und Joya zu treffen. Das erste Teammeeting müssen sie verschieben. Zuerst brauchen sie Kleider für ihre weitere Reise. Jetzt müssen wir eins für mich und eins für dich. Also wirklich so ein peinliches, oder? Was ist das für eine Grösse? M. Gut. Der Amerikaner M, der ist etwa bei uns XXL, oder? Vielleicht ist es die außergewöhnliche Auswahl, vielleicht aber auch einfach der Jetlag. Im Kaufrausch ist der Frust über den vermissten Koffer für den Moment vergessen. Hola, Mr. Müller! Und ich der? Eieiei. So, alles eingekauft. Genau. Unterwäsche, Socken. T-Shirt und kurze Hose. Sind parat. Und ein Hawaii-Hemd. Und ein Hawaii-Hemd. Genau, da legen wir mal eine Sitzung an. Gesagt, getan. Am nächsten Tag besuchen sie zusammen mit Linda und dem Heider aus ihrem US-Team einen neuen Logistikpartner. It looks good. And we usually do our Hawaiian. Wir haben eigentlich am Freitag Hawaii-Shirt-Tag. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mein auch angelegt. Ich würde sehr gerne im Anzug natürlich auftreten, da bei diesen 40 Grad. Und nein, es ist gut, wir haben kein Gepäck bekommen. Wir können jetzt hier mit dem Hawaii-Hemdli auftreten. Und sie haben es recht locker aufgenommen und haben sogar noch Freude gehabt. Also typisch amerikanisch, sie nehmen es so, wie es kommt. Der erste Eindruck scheint gelückt. Das ist nicht unwichtig. Schließlich übernimmt der Andy und sein Team die Lagerung und den Versand von Kibun und Joya-Schuhen in den ganzen USA. Wir wollen in Amerika sehr stark expandieren, mit eigenen Läden, mit Geschäftspartnern, aber auch im Online-Bereich. Und darum brauchen wir einen Partner, der die grossen Mengen für uns abwickeln kann. Grosse Mengen, für das ist die USA und Texas bekannt. Dem macht auch der Mittag alle Ehre. Eine gute Stärkung, weil der Tag, der ist noch lang. Die Reise geht weiter, und zwar auf Los Angeles. Am späten Abend ist die Stimmung bei den beiden Unternehmern recht unterschiedlich. Wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Unser Gepäckkoffer ist immer noch nicht da. Aber wir machen es gut. Wir sind positiv eingestellt und es wird ganz gut kommen. Gepäcktechnisch habe ich resigniert. Ich glaube nicht mehr, dass der Koffer ankommt. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt eine Woche lang das gleiche Hemd anlege und zwischendurch mal die Socken wäsche. Am nächsten Morgen sieht die Welt aber schon wieder ein bisschen anders aus. Unter der kalifornischen Sonne machen sie sich fit für den heutigen Tag. Hey, ist cool. Ist schon schön, ja. Aber schlecht geschlafen, sorry. Wenn man einen guten Tag starten will, ist Sport fundamental. Und so die erste Stunde, wenn die Sonne aufgeht, alles ruhig ist, nur das Rauschen vom Meer, bist mit dir selber allein, es ist extrem wertvoll. Und wir sind ja heute hier in L.A. zum 6 Ladenlokale anschauen. Es war für uns immer ein Traum, um mal einen Laden in L.A. zu haben, mitten in Hollywood, wo die ganzen Stars sind, wo die gesundheitsbewussten Menschen leben. Und vielleicht wird es heute wahr. Der Immobilienmakler nimmt sie mit auf eine Tour durch die bekanntesten und beliebtesten Quartiere der Stadt. So we've been touring Beverly Hills, West Hollywood, Beverly Hills, West Hollywood und Brentwood angeschaut und sind jetzt unterwegs nach Santa Monica und Venice. Das sind die Haupteinkaufsmeilen, wo ihre Marken gut passen. Es geht von Shop zu Shop. Die Grösse ist gut für Kibun und Joya Laden. Da viel Fenster, es ist hell. Das ist der Bodenschräg. Ja? Du merkst, dass da vorher ein Hundekoiffeur drin war. Man richtig. Genau, merkst den Geschmack. Überall hat es noch Haar vom letzten Hund. Schöne Wände, hoche Decken. Es ist zahlbar, aber ich fühle mich komplett verloren. Es ist viel zu groß. Der Laden ist sensationell. Trotz der besten Lage, ganz zufrieden sind die beiden nicht. Die Straße ist eigentlich auch gut. Es hat man ein bisschen zu wenig Leute, die vorbeilaufen im Moment. Es ist sehr speziell hier. Es ist extrem teuer, also auch die Lage, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Aber du hast keine Leute hier. Also, weißt, die Straßen sind leer. Sie hat gesagt, dass für die Amerikaner alles eine Destination ist. Sie nehmen das Auto, kommen hin, kaufen etwas und fahren wieder weg.
Das muss sich bei unserem Kopf sich noch ein bisschen ändern. Der Traum vom Laden in Hollywood, eine Sackgasse, so leicht gehen die beiden nicht auf. Ich glaube, wir müssen einfach uns noch mal klar werden, was möchten wir? Ist das Konzept, das wir in der Schweiz anwenden, auch auf Amerika umsetzbar? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen uns neu erfinden, wenn wir da in Amerika wirklich Fuß fassen wollen. Ich glaube, das Spannende an unserem Geschäft, die ganzen kulturellen Unterschiede. Wir müssen individuelle Lösungen finden für den lokalen Markt. Und das ist das Spannende bei unserem Geschäft. Darum, wir sind positiv, aber leicht enttäuscht. Auch zu Hollywood läuft es nicht immer wie im Film. Das Happy End lässt noch auf sich warten. Und während in Los Angeles die Sonne im Meer versinkt, wartet hinter dem Horizont schon das nächste Abenteuer auf die beiden. Morgenstimmung über Tokio. Noch bevor die Sonne aufgeht, machen sich Claudio und Karl auf den Weg. Sie wollen heute den Mount Fuji besteigen. Ihre Koffer mit der Wanderausrüstung sind aber auch zu Tokio noch nicht aufgetaucht. Es war eine kurze Nacht. Wir sind kurz nach der 4 Uhr aufgestanden, fahren jetzt im Auto auf den Mount Fuji. Auch schlecht vorbereitet, mit fast keine Kleider. Wenigstens haben wir von unserem Team noch Joya-Schuhe bekommen. Das stimmt mir gut, aber ich habe keine Ahnung, was mich erwartet heute. Andere holen lieber ein bisschen Schlaf nach, statt sich Sorgen zu machen. Und 2 Stunden später ist der Vulkan in Sichtweite. Mit fast 3'800 Meter der höchste Berg von Japan. Okay. Am Ausgangspunkt auf 2'500 Meter wartet der Guide mit einem Energy Drink. Gut 10 Stunden rechnet er für den Auf- und Abstieg. Währenddessen wollen Claudio und Karl ein bisschen Freizeit geniessen. Ich freue mich sehr auf einen freien Tag, ohne Laptop. Einfach mit Claudio ein bisschen schwätzen über Gott und die Welt. Berge. Und ich meine, die Aussicht da oben schon ist sensationell. Ich glaube, da werden wir ganz ein neues Panorama entdecken. Neue Zukunftspläne gehen vielleicht auf. Wir haben ja schon auf irgendwelchen Vulkanen immer wieder neue Ideen gehabt. Ich bin gespannt, was heute passiert. Unter die Vorfreude mischt sich eine Portion Ehrfurcht. Ich fühle mich recht demütig und habe Respekt und bin nervös, wenn ich da oben schaue. Ist schon noch ein riesen Berg. Ja, ich fühle mich parat. Ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt, aber so wie ich die Japaner kenne, haben sie wahrscheinlich so eine breite Straße aufgebaut. Und wir müssen einfach ein bisschen über den Kiesweg laufen. Die ersten Höhenmeter bringen sie dann wirklich locker hinter sich. Schon bald wird der Weg aber steiler und es ziehen Wolken auf. Auf gut 3'000 Meter gibt es eine Verpflegungspause. Füße geht es gut. Im Kopf geht es auch wieder gut nach der Suppe. Aber jetzt ist es kalt geworden. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Es ist doch strenger, als ich gedacht habe. Ich bin recht fix und fertig. Jetzt noch der letzte Abschnitt. Wie weit ist es denn noch auf den Gipfel? Ich glaube, es geht etwa 1,5 Stunden. Haben wir das schon mal gehört? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich weiß nicht, was ich alles glauben soll. Aber man macht es ja mit den Mitarbeitern auch nicht anders. Wir sagen, nächste Woche funktioniert das Projekt und dann geht es noch mal eine Woche und noch mal eine Woche und noch mal einen Monat. Und also wenn es auch verdient. Genau. Weiter ist Ungewisse also. Meter für Meter stetig am Gipfel entgegen. Bis zu 3'000 Leute nehmen pro Tag den Aufstieg auf sich. Mit der Höhe werden die Schritte langsamer. Hochlaufen ist nicht nur physisch, sondern auch extrem spirituell. Und hinterfragst dich, warum wir alles hier im Leben machen, was wir machen. Und dann gehen die Wolken den Blick aufs Ziel frei. Gipfel in Sichtweite, wie steht's? Jetzt müssen wir es machen. Wenn wir schon da sind, dann machen wir es. Das Tor markiert den Übergang auf den Kraterrand. Überwältigend. Ah, ich bin geschafft. Es ist schon überwältigend. Den Krater habe ich noch nie in dieser Form so gesehen. Ich bin echt stolz auf die kalben Schuhe, weil die haben wir vor 2 Jahren auf dem Reisbrett haben wir die gezeichnet. Weißt, das ist eine Erschaffung, die wir erschaffen haben. Und die haben uns schon auf den Kilimanjaro vertreibt, ja. Jetzt auch wieder auf den Mount Fuji. Das ist schon eigentlich etwas, wo du stolz drauf sein kannst. Etwas, was du machst, das dich nachher auftreibt.
Wie bei vielen Bergtouren markiert der Gipfel erst die Hälfte vom Weg. Und der Abstieg über die steilen Gröllhalden hat es dann nochmal in sich. Fix und fertig. Wir haben es unterschätzt. Wir sind kaputt. Aber gell, wie alles im Leben, einfach durchbeissen und vorwärts gehen. Genau, ja, die haben es noch vor sich. Wir haben es hinter uns. Und so geht ein strenger Tag ganz ähnlich zu Ende, wie er angefangen hat. Zurück in Tokio wartet geschäftliche Termin auf die Unternehmer im unkonventionellen Business-Outfit. Dabei hat es wenige Stunden vor dem Vortrag kurz danach ausgesehen, als könnten die Hawaii-Hemper abgelöst werden. Die haben einen Koffer bekommen. Geil, Ländlich! Die Nachricht von der Hotelrezeption verspricht den angelieferten Koffer. Und im Ecke der Lobby steht er. Ein Koffer, aber nicht unser. Klasse. Aber in meinem Namen angeschrieben? In deinem Namen angeschrieben? Ein riesen Durcheinander. Also, wir haben doch kein Gepäck. Und somit der Vortrag heute doch nicht mit diesen schönen Appenzeller-Kleidern, die ich eingepackt habe. In dieser Appenzeller-Tracht wollte Claudio heute eigentlich auftreten. Er hat sie extra für den Vortrag gemietet und in den Koffer gepackt. Das Motto von ihrem Vortrag heisst passenderweise Ganbatte. Ein japanischer Ausdruck für Durchheben, nicht aufgeben. Die Handelskammer Schweiz-Japan hat die Unternehmer eingeladen, über ihre Geschäftsbeziehungen mit Japan zu reden. Arrangiert hat das der Matthias Sutter. Der Schweizer führt in Tokio ein 5-Sterne-Hotel und weiss genau, was die japanische Kundschaft sucht. Also der Japaner will wirklich Swissness kaufen, der will den Schweizer Fahne drauf sehen, der will eine Story von der Schweiz. Oder ich habe letztens in den Laden gegangen und habe gesehen, ein Velo, das heisst Shindelegi. Ich habe auch nicht gewusst, dass das gibt, oder? Aber die Japaner die stehen auf solche Sachen. Also Swissness ist da sehr, sehr positiv. So viel zu der Kundschaft. Und auf was achtet die japanische Geschäftspartner? Es ist sehr viel auf Basis auf Qualität, Basis auf Vertrauen, Basis auf Kontinuität, also dass man das über längere Zeit macht, die gleichen Partner hat, das ist sehr, sehr wichtig. Durch das muss man natürlich auch sehr viel Geduld haben und dort wahrscheinlich ein bisschen mehr in Japan wie in der Schweiz. Also wenn es in der Schweiz einem nicht genug schnell geht, dann ist es in Japan noch mal 10 Stufen höher, dann geht es definitiv nicht genug schnell. Das Geschäft in Japan braucht Geduld. Die Erfahrung haben auch Karl und Claudio gemacht. Seit vielen Jahren versuchen wir unsere Partner zu überzeugen, um hier in Tokio, in der Stadt der Alten, einen Laden aufzutun. Und erst seit kurzem sind sie auf uns zugekommen und haben gesagt, sie hätten eine perfekte Lage, einen perfekten Stadtteil gefunden, um einen Laden aufzutun. Und wir haben fast nicht daran geglaubt. Und heute ist es also soweit. Ihre Partner wollen dem Karl und dem Claudio den zukünftigen Laden zeigen. Vor der Stadttour treffen sie sich zum Mittag. Es gibt grillte Aal. Der Claudio und der Karl sind eingeladen von Mr. Yabu. Er vertreibt Kibun Joya Schuhe in Japan. Und der Mr. Yabu redet kaum ein Wort Englisch. Beim Kommunizieren hilft darum eine Übersetzungs-App. Heute wird er am Claudio und am Karl den Ort zeigen, wo der erste Kibun Joya Shop in Tokio entstehen soll. Aktuell verkauft er die Schuhe in Partnerläden. Jetzt ist die Zeit reif für einen eigenen Shop. Japan gehört ja zu einem der stärksten Märkte, die wir haben. Und, wir sind hierher gekommen und haben gewusst, dass sie einen Shop gerne aufmachen würden. Sie haben auch gesagt, sie hätten schon ein paar Locations, die sie gerne mit uns anschauen würden. Also drin ist gar nicht ausgebaut. Ich glaube, da muss man schon noch recht investieren. Und dann haben wir das präsentiert bekommen. Und das sieht mega spannend aus. Und vor allem, jetzt können sie sich nicht mehr zurückziehen. Jetzt müssen wir ins Restaurant und mit ihnen anstoßen. Dann ist es fix. Auf eine gute Ladeneröffnung. Und vielleicht lieber noch ein zweites Mal. Und noch eins zum Sichergehen. In Kuwait City ist es schon soweit. Der Claudio und der Karl feiern die Eröffnung von ihrem Laden im grössten Einkaufszentrum des Landes. Mit dabei
der Schweizer Botschafter. Bis kurz vor dem Termin fehlen die beiden noch an ihrem Auftritt. Und ich glaube, sie legen Wert auf, was man anlegt. Darum kann ich mit dem Hawaii-Handy gehen. To walk pain-free or professional seeking comfort during long workdays. Kib und Joya ist auf dem arabischen Markt schon erfolgreich. Die Kuwaiter kennen und lieben die Schweiz. Also schon in den 1930 haben die Kuwaitis angefangen, in die Schweiz zu reisen. Und die Leute hier, die kennen die Schweizer Mentalität, die Schweizer Qualität, die Schweizer Mentalität. Und deswegen Schweizer Marken sind sehr erfolgreich, hier sehr geliebt. Bewohner vom Wüstenstaat verbringen aber auch gerne Zeit in den klimatisierten Einkaufszentren. Die Leute in Kuwait, die gehen sehr gerne shoppen. Es ist ein Teil des Lebensstils für uns in Kuwait, um durch Einkaufszentren zu laufen oder aus Reisen in und außerhalb von Kuwait. Eine Schweizer Marke zu tragen, ist ein modisches Statement, erklärt der CEO der kuwaitischen Partnerfirma. Die Schuhe sind ein wichtiges kulturelles Element, weil viele Kunden dort tragen das weisse arabische Gewand und mit den Schuhen definiert man dann seinen Stil. And what differentiates the look will be the shoes. Dass wir in der Schweiz oder speziell in der Ostschweiz unsere Schuhe sehen, das ist absolut normal für uns. Aber wenn man dann hier in Kuwait rumläuft und in einer Shopping Mall mehrere Leute sieht, die unsere Schuhe tragen, oder auch am Flughafen haben wir gerade jemanden gesehen, wo wir aus dem Flieger ausgestiegen sind. Das macht uns schon ein bisschen stolz. Der erste Laden in Kuwait ist gleichzeitig der 65. Kib & Joya Shop weltweit. Außerdem ist Kuwait die letzte Station auf dieser Reise vom Geschäftsführer Duo. Zeit für einen Blick zurück und voraus. Aber was, dass ich mich bis ans Ende meines Lebens daran erinnern werde, ist die Besteigung von Mount Fuji. Auch wegen den geschuldeten Umständen, ohne Ausrüstung, dort aufgegangen, dranbleiben, habe ich gelernt. Das ist ein bisschen eine Metapher fürs Leben. Was mir jetzt da konkret bleiben, ist die Begegnung mit Menschen. Einerseits in Japan sind wir so herzlich willkommen und umarmt worden, dann nachher in Kuwait. Ich habe die Gesellschaft da nicht kennt, aber ist sehr, sehr gastfreundschaftlich aufgestellt und wir sind eingeschlossen worden als Teil der Family. Und das war echt beeindruckend, echt schön, ja. Das bleibt mir. Vor 10 Jahren sind wir etwa zur gleichen Zeit am Grand Canyon gestanden. Da haben wir gesagt, wir würden gerne in 10 Jahren 5 Millionen Paar Schuhe verkaufen, 1000 Läden haben. Ich glaube, heute sind wir viel bescheidener geworden und uns geht es darum, um ganz viele kleine Ziele jeden Tag zu erreichen, statt irgendwo einfach irgendwie die Welt zu verändern. Wir sind viel bescheidener geworden, würde ich sagen. Aber wir haben viel erreicht in dieser Reise. Wir haben in Tokio einen Laden angeschaut, der sehr wahrscheinlich demnächst aufgeht, das Kib & Joya Shop. Wir haben heute eine unglaubliche Eröffnung erlebt. Darum einen vollen Erfolg. Wir sind mega dankbar. Wir sind. Wir freuen uns auch, ja. Echt, echt, echt happy. Mit kleinen Schritten am grossen Erfolg entgegen. Das nächste Ziel haben sie schon vor Augen. Bis in 2 Jahren wollen Claudia und Karl ihren 100. Kib & Joya Shop eröffnen.